muss doch nur schnell fliegen, muss ich schicken. Entschuldigung, du bist mir da völlig verkloppen. Danke, ciao, tschüss, ciao. Ja, Domini, du musst mir da die Weichen geben. Ja, da gibt es die Windwischen an Weiche 4.0 und Weiche 4.1 Vordor mit den Zeiten 1.0.45, ich rede hier fertig. Jawohl, in Göschen bei der Fahrbahn, Weiche 4.0 und 4.1, Zeit 1.0.45, haben Sie etwas verstanden? Ja, richtig. Hören wir uns dann noch 54 und 60 genau. Das gehört, weil unten in die Unterführung hat sich jemand schlecht gefühlt. Vor kurzem. Weil vorher waren wir am Laufen unten und das war ganz klar. Also was? Also es hat... Man fühlte sich, ja, unten am Boden, mehrere Orte. Okay, nein. Hast du nicht gespürt, gesehen? Jawohl, Gleis 164 bis 166. Moment, schnell. Ja. Gut, ich kann dir bestätigen, Markus, gesperrt Wasser-Eckwald. Gleis 164 bis 166, Zeit 11.18. Fahr den Schleiter, kommen Sie. In die ganze von kommen Sie verstanden. Streckengleis Wasser-Eckwald 164 bis 166 ist gesperrt 11.18 in der Bahn. Korrekt, ja. Danke schön. Bis später, Gianmarco. Tschüss. Ja, Domini. Ja, wir machen 3-3 in Göschen kehren, Gara. 3-3 kehren. Jawohl, geh rum. Danke dir, bis nachher, Röli. Danke. Ciao, tschüss. Ciao. Ich höre. Charlie, du Kämpfer. Jetzt geht ihr wieder auf den Interregio, oder?
Ich denke nicht. Ich warte ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich möchte. Sofort auf den nächsten. Also ich meine, es wird dann alles eigentlich umgewälzt vom 16.2. Für den ganzen Kommando. Ja. Und was funktioniert das? Aber dann auch einfach nur Blut. Also das sollte funktionieren. Okay. Oder? Aber wir hatten auch schon Stromausfall. Aber dann ja, wird das wahrscheinlich abstellen, aber dann kommt ja dann
das muss ja dann die Redundanz einsetzen, oder? Okay. Wenn jetzt ein Kurzschluss passiert, dann ist ja der Strom dann weg und dann muss ja irgendwie ein Input kommen, dass der Generator dann beginnt zu arbeiten, oder? Okay. Weil sie haben auch schon Strom abgestellt. Ja, aber das ist eine gute Frage im Fall. Weil der Strom wird ich ganz sicher. Ja, ja. Telefon und Miltis, ja. Mercedes, ich bin mir sicher, es ist nicht. Ja, jetzt hast du mich gerade schon auf dem falschen Kurs. Weil ich weiß. Aber dann würdest du das in Bellinzona? Ja, also es ist American Express, Driving License, Studentenausweis. Also.
einen Call auslösen auf diese Nummer. Und das hat ja jetzt geklingelt, aber das ist natürlich eine Nummer in Amerika, oder? Und in Amerika ist jetzt morgens um 6 Uhr oder 5, 6, 7 Uhr, oder je nachdem, wer Atlanta ist.
bin jetzt aber gerade auf dieser Seite hinten raus. Mit dem Pet-Sack. Aha. Hey, ja. Hey, es rechnet ja. Mhm. Ja, und oben raus ist Schnee. Mhm. Ja. Hast du schon so einen Clipper gehabt? Was ist das für ein Clipper? Die Führerzünder haben sie zum. Ja. Vor zwei Tagen hat mir eine Frau erklärt, dass das die besten Führerzünder sind. Warum? Kannst du nicht mehr genau gleich verbrennen, oder? Ich weiß du nicht. Wieso? Was ist denn mit dem speziell? Du kannst mit dem eine Flasche abdichten. Da ist genau die Flasche alles rein. Ja, kann ich auch. Ich kann den Steg rausnehmen.